Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Debonia, The Complete Journey. Ja, das letzte Mal haben wir etwas sehr, sehr Unschönes gesehen, denn wir mussten mit beobachten, ja, was heißt, wir mussten mit beobachten, wir waren ja selber daran beteiligt, dass Cole eine gewisse Spritze bekommen hat, während hier Rufus offenbar ein Zucken hat. Cole ist, ja, im Geprappel in dem, ja, wie soll man das sagen, letzten Endes hat sie ihr ja zugegeben, dass sie Rufus liebt und das ist ja gar nicht mal so verkehrt, aber irgendwie ist sie dann doch wegen der Spritze gestorben. Ja, Fragezeichen, ist sie denn wirklich gestorben? Denn wir sind in der Kapsel mehr oder weniger geflohen, ja. Total niedergeschlagen natürlich und jetzt sind wir hier gelandet. Hier, diesen Ort kennen wir aus dem Tutorial von den drei Teilen, ja, wir sind im dritten Teil, nicht im zweiten Teil, wie ich es, glaube ich, beim letzten oder vorletzten Mal gesagt habe, im dritten Teil, Goodbye Debonia. Und die Frage ist, wie weit geht das hier noch? Ja, wir sind jedenfalls wieder hier gelandet und hier steigt man auch direkt wieder ein. Das heißt, wir nehmen mal das Yin. Yin und Yang. Aussparung. Ja, wir haben ja nichts anderes weiter. Ich weiß nicht, wir haben hier einen Knopf, vielleicht können wir das ja hier mit reinsetzen wieder in die Aussparung. Ja, tatsächlich, das ist auch noch drin. Und dann drücken wir doch einfach mal das Knöpfchen. Hm? Okay, das hat offenbar nicht so gut funktioniert. Ich weiß es nicht, was... Was sollen wir denn jetzt hier machen? Wir können eigentlich immer noch wieder hier drauf drücken. Wenn wir jetzt hier drauf... Passiert dann irgendwas? Hm? Natürlich nicht. Wir schauen mal, was können wir denn... Wir haben nur die beiden. Das heißt, wir können das nur immer wieder hier einsetzen. Tja. Oh mein Gott. Okay, Leute, ich habe ehrlicherweise keine Ahnung, was wir jetzt die ganze Zeit hier machen. Wir können eigentlich nur das hier machen wieder. Tja. Wirklich die Frage, was können wir denn überhaupt machen? Können wir denn vielleicht noch irgendwo anders hingehen? Auch eher nicht, oder? Dort ist niemand mehr. Steht denn da irgendwas? Ja, den Kreis durchbrechen. Ja, das ist natürlich sehr schön, das Ganze beenden. Den Kreis durchbrechen. Ja gut, okay, das ist natürlich... Die Frage ist ja wie? Tja. Hm? Die Frage ist wie? Vor allen Dingen, da ja wirklich tatsächlich unsere Möglichkeiten hier doch extrem, einfach nur extrem eingeschränkt sind. Ja, ich habe keine Ahnung, was sollen wir hier machen? Den Kreis durch. Es ist ja. Aha. Okay, Moment. Hä? Okay, wir sehen hier offenbar noch ein bisschen was anderes. So, wo sind wir hier? Wo sind wir hier? Sind wir jetzt in der Hölle von Debonia gelandet? Oder was soll das aussagen? Sieht für mich so ein bisschen aus wie kleine Reifen oder irgendwelche Zylinder. So richtig schön Schrott. Keine Ahnung. Eigentlich ist das doch eine Presse, oder? Ja, eine Schrottpresse. Ja gut, okay. Dann passt das ja eigentlich alles. Geht es denn vielleicht doch irgendwie noch weiter? Haben wir denn sonst noch irgendwas? Ja. Da können wir jetzt nichts draufstellen, oder? Da können wir auch nichts herholen. Das ist schon recht seltsam. Hier nur diese Platte, merkwürdige Bodenplatte, ja.
Vielleicht hat das Ganze ja irgendwas mit diesen Kapseln hier hinten zu tun. Wir drücken nochmal das Knöpfchen. Ja, zack, dann sind wir wieder platt. Upp, und da kamen wir von oben erneut an. Ja, war ja klar. So, passiert denn jetzt was, wenn wir hier einfach so drauf gehen? Tatsächlich. Können wir das vielleicht hiermit verwenden? So. Jetzt. Ja, jetzt alles klar. Jetzt kommt das Ganze natürlich wieder einfacher zustande. Wir haben hier einen Stromumkehrer. So, warte, den graben wir uns erstmal. Sicherung, 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 Sicherung. Ja, hier können wir auch noch raus. Okay, vielleicht irgendein Minispiel vielleicht? Okay, mal überlegen. Ne, wisst ihr was, wir gehen erstmal zurück und wir drücken mal aufs Knöpfchen, obwohl hier eigentlich gar nichts passieren dürfte. Ah, war auch klar. Da können wir natürlich nichts mehr machen. Aber vielleicht, wenn wir die Sicherung rausnehmen, wir haben den Stromumkehrer. Moment, können wir den vielleicht hier reinsetzen, in die Aussparung? Okay, das war natürlich mal eine schöne Sache. Wir drücken mal aufs Knöpfchen von der Seite. So, zack. Wupp. Ja, zumindest mal schreit Rufus. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Ach du meine Güte. Oh oh. Okay, wir hätten vielleicht dann doch tatsächlich mal hier rausnehmen sollen. Die Sicherung. Okay, wisst ihr was? Dann nehmen wir jetzt einfach hier die ganzen Sicherungen mal raus und schauen mal, ob da irgendwie. Achso, so einfach rausnehmen können wir die auch nicht. Okay, Moment, das ist original. Wenn wir jetzt. Achso, wir haben ja sogar eine Anleitung. Alles klar, ja. Wir gucken ganz klar am Vorteil, Leute. Ich lese es mal eben vor. Ja, sorry für diese manchmal doch etwas teilweise arge Blindheit. Gott. Na prima, Rufus ist tot und in der Hölle gelandet. Leute, ich hab's ja gewusst, das ist die Hölle von Deponia. Jedenfalls, Rufus ist in der Hölle. Alles, was ihm jetzt noch bleibt, ist mit Hilfe der Sicherung die Reihenfolge der Demontagestation zu verändern, sodass er in einem Stück am Ende des Fließbands ankommt. Aber was das jetzt noch bringen soll. Ja, natürlich. Vielleicht kommen wir aus der Hölle raus. Ja, alles klar. Dann versuchen wir das doch mal. Also, das ist die Originale. Ja. Eigentlich müssen wir alles nur irgendwo an einen anderen Platz bringen. Zum Beispiel so. Dann tauschen wir das damit aus. Und das tauschen wir vielleicht noch damit aus. Zack. Und dann können wir das doch eigentlich mal. Nein, ich will es nicht überspringen. Oh, Himmels Willen, Leute. Ach, Mensch. So, dann drücken wir hier nochmal aufs Knöpfchen. Dann geht das hoffentlich auf. Zack. Okay. Okay. Also, wir können die nicht abschalten. Das ist. Ja, gut, hätte ich mir natürlich auch denken können. Das heißt, vielleicht irgendeine Reihenfolge herstellen, wo Rufus sich dann. Ja, quasi mehr oder weniger selbst befreien kann. So.
So, also erst das Eis. Dann wird er mit dem Feuer wieder aufgetaut. Vielleicht machen wir es einfach mal so rum. Vielleicht funktioniert es ja. Oder aber so rum. Hm. Wir probieren es mal. Wir probieren es doch einfach mal. Was soll er denn mehr? Als schief gehen kannst du ja im Endeffekt sowieso bloß nicht. Also von daher ist das ja gar nicht mal so. Ja, so läuft's. Armer Rufus. Ist das vielleicht gar nicht mal so verkehrt? So. Einfrieren. So, und dann tauchen wir ja wieder auf, ne? Okay. Ja, okay. So einfach ist es dann wiederum doch nicht. Das heißt, wenn wir Rufus... Moment. Einfrieren und dann Feuer. Und dann haben wir ja gesehen, ne? Mit dem Baseballschläger hier, zack, also mit diesem Schlag, wird er dann quasi wieder aufgebrückelt. Das könnte funktionieren. Das könnte unter Umständen funktionieren. Ja, wir arbeiten uns so langsam vorwärts. Das, ja, diese Logik... Okay, da steckt natürlich eine gewisse Logik dahinter. Das ist auch mal klar, ne? Die Frage ist immer nur welche. Ja, Rufus kommt. Das schaffen wir. So, zack. Auftauen. Okay, das funktioniert natürlich nicht. Aber die Frage ist, warum es nicht funktioniert, Leute? Warum funktioniert es nicht? Vielleicht müssen wir die dann doch erst einmal, zack, irgendwo. Halt. Halt. So. Wir probieren es einfach mal so. Wir probieren es. Ja, wie gesagt, die Logik, die ist mir noch nicht ganz so geläufig. Also zumindest mal, was diese Kreissäge und den Laser angeht. Das ist es ja, das ist es ja. Ja, haben wir denn hier irgendwas? Jetzt immer noch den Kreislauf da sprechen. Ja. Da steht natürlich nichts anderes da. Und das Einzige, was wir jetzt machen könnten, ist uns noch einen Tipp geben lassen. Aber wahrscheinlich steht da genau das gleiche drin, was wir ohnehin schon wissen. Nämlich, dass wir das irgendwie so anordnen, dass es eben passt. Zack, machen wir mal. Was der Laser kann Rufus nicht nur zersägen, sondern auch wieder zusammenschweißen, wenn er eine feste Konsistenz hat. Okay, das heißt, wenn Rufus eine feste Konsistenz hat, dann heißt es also vielleicht dann, halt, das dahin, so, zack, zack, Eis, Feuer, zersägen, ja. Soll das tatsächlich diese Logik sein? Ja gut, okay, ein Laser halt, ne? Ich glaube, da muss man tatsächlich ein wenig abstrakter denken. Schauen wir mal. Schauen wir doch einfach mal, was jetzt passiert. Zack. Oh, zack. Tatsächlich. Okay, Leute. So einfach soll das funktionieren. Das ist... Ja, ich weiß nicht. Ich finde es reichlich seltsam. Ja, das mit dem Laser hat mich ein bisschen durcheinander gebracht. Ich weiß nicht warum, aber es ist tatsächlich so. Und was ist das jetzt hier? Ab ins Licht oder wie darf man das verstehen? Das ist dann wohl dieses berühmte Licht am Ende des Tunnels. Ja, offensichtlich, Rufus.
Ja, was anderes können wir hier offensichtlich nicht machen. Wir gehen mal zum Licht. Von wegen Licht am Ende des Tunnels. Das ist nur ein beleuchteter Knopf. Hä? Das ist ja gar nicht die Hölle. Das ist so eine Art Fabrik. Und eine verdammt schäbige obendrein. Heißt das etwa, ich bin gar nicht tot? Kann mir mal irgendjemand erklären, was hier vor sich geht? Ja, lieber Rufus, das wird man alle gerne wissen. So, mysteriöse sechste Anzeige. Wir sind hier in der Fabrik. Hier sind Richter. Moment, Rufus, bevor du dann gehst. Das ist grün. Ja, keine Ahnung, wieso, weshalb, warum auch immer. Eiweiß. Wasser. Fett. Wäre gerne aber jemand krummel, bis zum geht nicht mehr. So, jetzt haben wir denn hier irgendwo noch irgendwas. Jedenfalls haben wir hier einen Trichter. Und wir gehen mal da rein. Leute, ich habe keine Ahnung, wo sind wir hier bitte gelandet? Ich meine, klar, es sieht wirklich nach Fabrik aus. Hey, du! Halt doch mal stehen! Ich verlange Antworten! So ein Mist! Das sah mir jetzt eher aus wie der Tod, aber gut. Aber gut. Wir gehen einfach mal die Wege, die wir jetzt gehen können. Oliven? Nicht, dass ich mich mit Oliven wirklich auskennen würde. Aber dass die hier noch nicht reif sind, ist doch offensichtlich. Die sind ja noch ganz grün. Ja, es gibt ja mitunter auch grüne Oliven. Ah ja, ist ja auch. Ich bin ja normalerweise nicht zimperlich, was Altöl betrifft. Aber das hier ist schon ganz grün und stinkt nach Oliven. Ah, das kann nicht mehr gut sein. Nehmen wir trotzdem mit. Weg. So, was haben wir hier denn? Knöpfchen, ja, runter, einfach noch runter. Hier ist eine Flamme, irgendwas. Eine Ölmühle. Okay. Es gibt effektivere Methoden, um etwas kurz und klein zu kriegen. Das ist ziemlich witzlos, wenn sie leer ist. Ja, das stimmt wohl. Wir haben momentan nur das Olivenöl. Ja, die Oliven, können wir die noch mitnehmen? Wahrscheinlich können wir die nämlich tatsächlich hier reinschmeißen und daraus Olivenöl machen. Flakon. So, zack. Olivenöl, eine Ölflasche. Das ist schon mal sehr, sehr gut. So, ich weiß zwar noch nicht für was. Wir haben hier einen Bohnensack. Auf dem Sack steht Sojabohnen. Aber drin sind nur so weiße Kügelchen. Vermutlich eine Kakerlakenkolonie. Ja, ist schon klar. Eine Kakerlakenkolonie. Kann nicht sein, dass wir vielleicht in Elysium gelandet sind, Leute. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Also, wir haben einen Bohnensack. Für was auch immer. Wobei, der ist jetzt zu. Das wird uns nichts bringen, wenn wir da irgendwas anderes machen. Da ist ein Loch übrigens. Im Fenster. Ist auch ganz lustig. Hier ist eine Tür. Ach, das gibt's doch nicht. Dieses Mistviech hat die Tür von außen verriegelt. Ach, das wird ihm letztlich auch nichts nützen. Ja, das heißt, nichts anderes als irgendwo muss man einen anderen Weg finden. Schauen wir mal, was können wir denn noch alles... Ah, da ist Wasser. Alles klar, Wasser haben wir nur noch. Das Einzige, was noch fehlt, ne? Hier, Wasser. Das Wasser sieht ja ganz anders aus als meins zu Hause. Es sprudelt und grün ist es auch nicht. So, Wasserspender, ja. Also, es deutet alles darauf hin, dass wir definitiv nicht mehr auf Deponia sind. So viel kann man, glaube ich, schon mal sagen. So, Wasser. Wir haben Wasser. Ja, Moment, Wasser. Können wir vielleicht das Fenster hier gießen? Wobei, das sagt ja gar nichts mehr, ne? Ne, ist ja gar nichts mehr. Ja. Wenn das hier die Küche ist, bin ich wohl doch in der Hölle gelandet. Wenn das hier die Küche... Ja, ja, alles klar, Rufus. Wir haben es verstanden. Ja, mehr können wir hier in diesem Raum gar nicht machen. Das wäre allerdings ein bisschen schlecht, denn... Ich dachte, wir müssen ja hier... Moment mal, wenn wir vielleicht... Kommen wir hier vielleicht runter noch. So, da... Was ist das denn hier? Eine Stechuhr. Ist bald mal Feierabend? So, Fabrikhalle, während hier irgendeine Schlange rumkreiselt. Bah, wurscht.
Ein Hindernis nach dem anderen. Naja, Rufus, aber du kommst ja gar nicht hin, ne? Oder? Naja, da kommen wir ja gar nicht hin. Das ist nämlich die Sache. Okay, wir gehen mal zurück in die Fabrik. Und schauen mal, ob wir hier irgendwie mit dem ganzen Zeugs was anfangen können. Nämlich zum Beispiel mit dem Bohnensack. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir die hier reinkippen können. Oh. Ne? Können wir nicht? Oh, Rufus, ernsthaft? Vielleicht mit dem Wasser? Oh. Auch nicht? Das will er nicht machen. Das ist natürlich auch so richtig schon richtig, richtig schön. Ansonsten haben wir hier ja auch nicht mehr. Leute, was ist denn hier? Ah, na klar, na klar, na klar. Zack. Sehr gut. Einen Schrottballschläger habe ich schon mal. Als nächstes werde ich mir dazu die passenden Antworten holen. Ja, wer der Herr Rufus, das ist natürlich... Ich meine, man kann es nachvollziehen irgendwo, ne? Der landet da irgendwo, denkt erst, der ist in der Hölle. Aber auf der anderen Seite, warum denkt er eigentlich erst in der Hölle? Bloß weil das Ding so rot war? Die Frage ist ja auch, wie sind wir hier hingekommen? Ich meine, klar, mit der Kapsel irgendwo ist ersichtlich, aber... Dann müssen wir doch zumindest mal irgendwo einen Anhaltspunkt haben für das, wo wir hier genau sind. So, Baseballschläger, kriegen wir die Tüte damit auf. Keine Tür dieser Welt vermag es, einen Rufus auf Dauer aufzuhalten. So, und dann einmal raus hier. Zack. Okay, dann sind wir jetzt mittlerweile hier und kommen eigentlich schon noch hier lang. Gut, dann verfolgen wir mal diesen... Ja, netten Herrn, den wir da gesehen haben, mit dieser komischen Siegel. Da ist er ja. Hey! Hallo! Was soll das Versteckspiel? Oh, ich habe Besuch. Wie schön. Nichts ist hier schön. Na doch. Du lebst wieder. Ist doch fantastisch. Ach, das schon gar nicht. Ich sollte eigentlich tot sein. Jetzt beruhige dich doch erstmal. Möchtest du vielleicht einen Pfefferminztee? Der entspannt und macht einen frischen Atem. Es gibt nichts Besseres, wenn man gerade erst wieder auferstanden ist. Ich habe keinen Bock auf Pfefferminze. Ich will antworten. Ja, dann schauen wir mal, dass wir die passenden Antworten irgendwie kriegen. Also, zunächst mal. Wer bist du? Mein Name ist Hermes. Ich habe früher diese Klonanlage geleitet. Da musst du ja uralt sein. Technisch gesehen bin ich erst seit 2 Tagen am Leben. Ich klone mich regelmäßig neu. Das hält jung. Aber meine Gene sind alt. Die Abstände werden immer kürzer. Okay. Wo bin ich hier? Willkommen in meinem bescheidenen Zuhause. Du wohnst hier? Hübsch, nicht wahr? Früher einmal war das hier die Anlage, in der der Organon erschaffen wurde. Es handelt sich um eine Klonfabrik. Sieht aber eher wie eine Müllverwertungsanlage aus. Ist es auch. Man benötigt viel organisches Material, um Menschen zu klonen. Willst du damit sagen, dass der finstere Fiskus eigentlich Biomüll ist? An deiner Stelle wäre ich nicht so überheblich, Prototyp R. Was für ein Typ? Was, Prototyp? Das heißt, wir sind jetzt hier auch entstanden. Also nur noch mal kurz zur Rekapitulation. Wir sind hier in einer Klonfabrik und Rufus wurde offenbar, also wir wurden offenbar geklont, genauso wie der Typ hier, der sich regelmäßig klont, was natürlich auch, ja... seltsam schon mal einen für sich ist und dann dazu aber auch noch, der Fiskus selber. Das heißt, die Leute vom Organon, sind das auch alles Klone? Warum stirbst du nicht einfach? Warum sollte ich? Mir geht es super. So siehst du gar nicht aus. Mein Gott, akzeptier's doch. Deine Zeit ist abgelaufen. Im Gegenteil, ich bin topfit. Oh, könntest du kurz, Ja, ist schon klar, das Äuglein da reindrücken. Danke. Wo war ich noch stehen geblieben? Du bist topfit. Ach ja, genau. Wie ein Turnschuh. Ja, ist schon klar. Warum lässt du mich nicht sterben? Genau genommen warst du tot. Ich habe deine Überreste geklont. Ja, aber warum? Ich hätte es verdient, tot zu sein. Sei nicht so hart zu dir. An so einem schönen Tag sollte niemand tot sein. Das ist kein schöner Tag. Ich habe alles vermasselt. Oh, kann es sein, dass da jemand einen kleinen Schuldkomplex hat? Egal, was du getan hast. Komm darüber hinweg. Das Leben geht weiter. Ja, ist schon klar. Das nennst du Leben? Das ist kein Leben. Das ist maximal ein billiger Abklatsch vom Leben. Ein Plagiat.
Eine künstlich erzeugte, schlechte Imitation. Oh, hier ist nichts künstlich. All meine Klone sind aus komplett biologischem Anbau. Sagtest du nicht, dass du die Zutaten im Müll gefunden hast? Biomüll. Alles ganz natürlich. Oh, bis auf die Nukleinsäure. Die wird aus radioaktivem Schlamm synthetisiert. Ja, aus radioaktivem Schlamm. Das ist natürlich richtig schön und das ist so richtig biologisch natürlich. Selber Prototyp. Ich wollte dich nicht beleidigen, Rufus. Du kennst meinen Namen? Natürlich kenne ich den. Ich habe ihn dir ja selbst gegeben. Was soll das denn jetzt? Zugegeben, nicht mein kreativster Name. Du stammst aus einer Reihe von Prototypen, die der Massenproduktion des Organon voranging. Nur drei überlebten. Prototyp A, Prototyp C und du. Prototyp R. A und C? Argus und Kletis. Und R wie Rufus. Genau. Rufus steht für rothaarig. Ich dachte, ich könnte euch anhand der Haarfarbe unterscheiden. Aber ich habe es nie hinbekommen, dass die Haarfarbe die Pubertät überdauert. Leider war das nicht die einzige Macke. Alle Prototypen hatten Probleme, bevor ich die richtige Mischung fand. Die Klone waren als entbehrliche Arbeitskräfte konzipiert. Ich nahm euch den Respekt vor dem Leben. Leider führte es dazu, dass viele von euch auch keine Angst vor dem Tod hatten. Es gab diverse Unfälle. Diverse Unfälle. Ja, das kann er natürlich laut sagen, wenn ich mal so zurück überlege, was Rufus alles schon angestellt hat im Laufe dieses Abenteuers. Das ist nicht wahr. Doch, das ist es. Aber es kann nicht sein. Ja, ich bin nicht wie die... Ich bin nicht wie die Organons. Das habe ich auch nicht behauptet. Es stimmt zwar, dass ihr fast identische Gene habt, dieselbe Respektlosigkeit vor dem Leben, aber eine Sache ist dir zu eigen, die ihnen fehlt. Sexappeal. Hoffnung. Ja, und Sexappeal, nicht wahr? Ja, natürlich. Sexappeal ist doch schon immer ganz wichtig. Aber Leute, wisst ihr was? Wir sind hier bereits am Ende dieses Parts angelangt. Ich hoffe, euch hat es soweit gefallen. Ja, das ist natürlich mal eine richtig überraschende Wendung, die wir hier gesehen haben. Hätte ich so jetzt nicht unbedingt vermutet. Und ja, Kompliment an Taterlic. Das Ganze hier, das hätte ich wirklich tatsächlich nicht unbedingt erwartet. Gut, Leute, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, ein Däumchen nach oben. Und ansonsten schaltet doch einfach wieder ein, wenn es weitergeht mit Let's Play Deponia the Complete Journey. Diesmal wahrscheinlich vielleicht dann doch auf der Suche nach Gohl. Ich weiß es nicht. Dem Anschein nach könnte das nämlich passieren. Bis dahin, Leute. Ciao.